Puh, haben wir die Mission auch mal erledigt. Und gleich der nächste Drogentrip. Alter, das wird eine Reise werden. Das glaubst du gar nicht. So, mal gucken, was uns Yogi und Regi jetzt für einen tollen Cocktail zusammengemischt haben. Das wird wahrscheinlich jetzt irgendwann gleich den Trip des Jahrtausends geben, dann ist Feierabend. Dann sei ihr Zeug. So, weiter geht's. Komm schon! Atme! Zurücktreten, AJ! Ich weiß, was ich tue! Alter! Hat's geklappt? Ich hab dich gerade wiederbelebt. Was meinst du denn? Oh. Also gut. Jetzt bist du an der Reihe. Nein, ich? Nein, 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 nein. AJ ist dran. Stimmt, das ist er. Keine Sorge, AJ. Bei dem Zeug haben wir ein gutes Gefühl. Ja, wir nennen es Hubbly Bubbly. Weil's nirgends so krass ist wie da unten, wo's nass ist. Das werde ich bestimmt bereuen, oder? Und dieses Mal piekst du mich nicht wieder? Oh, fuck, stimmt. Ja, fast vergessen. Oh, scheiße. Keine Angst, wir können Wiederbelebung. Ja, ich war im St. John's verwandt. St. John's hat mein Spiral Train Rating. Oh je, oh je, oh je. Ich hoffe, wir gehen diesmal nicht drauf bei der Scheiße. Oh Mann, diese Missionen sind einfach verrückt. Oh, da liegt noch ein Zettelchen. Das lesen wir natürlich. Hubbly Bubbly. AJ, Reggie hat ein bisschen zu viel von dem Zeug genommen. Er kaut auf dem Boden und murmelt etwas von einem einarmigen Posaunenspieler und von Kühen. Ich kann nur sagen, viel Glück, Alter. Ich bin sicher, alles wird super gut. Wir warten wie immer auf dich mit all deinen Waffen und dem ganzen Krempel. Jo. Ja, danke. Super. Dann wollen wir mal. Jawohl. Hier unten gibt es anscheinend auch Fackeln. Finde ich auch schön. So, tauchen wir einfach mal eine halbe Ewigkeit. Boah, kein Problem. So. Ja, komm. Der hört immer auf, schnell zu schwimmen. Das finde ich ein bisschen blöd. Der soll natürlich hier durchtauchen, der faule Sack. So. Und dann sind wir auch schon da. Hier finden wir natürlich wieder... Oh nein. Nein, nein, nein. Nicht diese blöde MP. Die ist total kacke. Och nö, die halte ich... Doch, die hasse ich total, diese Waffe. Die ist total kacke. Ah, ätzend. Ich hoffe, wir müssen eigentlich allzu viel erschießen, weil diese Waffe ist echt blöd. Ist ja die erste Waffe, die man bekommt, auch überhaupt in dem Spiel. Und die fand ich direkt am Anfang einfach total bescheuert. Weil die ist einfach, die ist mir einfach zu unpräzise. Und vergleichen mit dem MG, was wir jetzt momentan benutzen, würde ich das sowieso nicht, weil das Ding ist ja... Sowieso OP, wie geht nicht mehr. Einmal tief Luft holen. So, und wieder runter. So. Mal eben den Rest hier. Verdammt. Nackt und vertrackt. So, der Sonne entgegen. Yeah. Was für ein Trip, Alter. Das gibt's doch überhaupt nicht. Die beiden sind echt sowas von bekloppt. Jawohl, lass mal einfach ein paar Autos vom Himmel fallen, warum nicht? Eieiei, jetzt muss ich hier so ein bisschen riesig Slalom oder was? Ach, ein bisschen leicht, Leitfeck. Komm, das auch machen. Geil. So. Ich finde die Musik, die jetzt hier läuft, echt entspannt. Ich hoffe, dass sie nicht geclaimt wird. Weil ich mir schon fast denken könnte, dass sie es wird, aber naja. Das ist immer so ein Problem mit YouTube, weil die natürlich Schiss haben bis zum geht nicht mehr. Weil es einfach teuer für die wird, wenn irgendwas mit Anzeigen ins Gespräch kommt. Und dann sind die natürlich sehr übervorsichtig. Zum Nachteil der User leider. So.
schnell absteigen. Wer bin ich und was will ich im Leben erreichen? Mal wieder der nächste Missionspunkt. So, hier sind wieder unsere Sachen. So, nackt und vertrackt. Mission beendet. Warum landen wir eigentlich immer damit und warum ist das Ding immer leer? Verstehe ich nicht so wirklich. So, neue Yogi- und Regi-Mission oder Aufgabe verfügbar. Juhu. Also gleich wieder eine Trip, ey. Ja, komm, machen wir einfach mal die ganzen Dinger durch. Ist ja völlig egal. Einfach mal machen. Mache ich gleich im Anschluss einfach nochmal Außenposten, die drei, die da noch fehlen. Und dann sind wir soweit, dass wir eigentlich das Spiel abschließen können. Beziehungsweise uns fehlen ja noch die ganzen Tankers. Die müssen wir selbstverständlich auch noch machen. Werden wir auch machen. So viel steht absolut fest. Die lasse ich mir ganz sicher nicht entgehen. Könnten wir vielleicht noch nach den Außenposten machen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Vielleicht auch gleich, keine Ahnung. Mal gucken. Hätte klappen müssen. Ja, das hat's aber nicht. Naja, vielleicht hättest du tiefer fallen müssen. Vielleicht brauchen wir einen höheren Tisch. Oh. Erholt der Typ sich wieder? Was? Ach, das wird schon. Nur ein kleiner Rückschlag. Pick dich, du Proll. Ach, komm schon. Hier, das bringt dich wieder hoch. Hier, nimm mal einen Zug. Wir nennen es Trapped in the Closet. Ja, frisch und heiß. Direkt aus der Küche. Noch ein Topper, kannst du es mir diesmal vielleicht in den Arm spritzen? Oh, sorry, Kumpel. Das hier muss leider in deinen Arsch. In mein was? Warte. Ja. So. Ich sogiere dich, Adrian. Zieh nur weiter hier. Du Scheiße, ey. Das wird auch immer bekloppter mit den beiden. Wer weiß, was uns jetzt noch erwarten soll, ey. Eieieiei. Oh, Scheiße! Was? Jane, keine Panik. Wir gaben dir Flügel. Das klappt aber nicht. Scheißdreck. Flatterst du auch mit den Armen? Ach, du Scheiße, Alter. Hilfe, irgendwas greift uns drin an. Das ist ja jetzt sehr unschön. Wir schwimmen mal ganz schnell hier ans Ufer. Oh Mann, oh Mann. Du bescheuert die beiden. So. 140 Meter. Diesmal haben wir überhaupt gar keine Waffen. Nur noch das Messer haben wir dabei. Richtig? Oh ja, richtig. Eieieiei. Dann hoffen wir mal, dass das gut geht. Ist es ernsthaft jetzt schon vorbei? Glaube ich nicht. Oh, nicht schon wieder. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mir gegeben? What the fuck? Jetzt sind wir wieder völlig woanders. Oh, Mann. Fragt jedes Mal, was er ihm gegeben hat, und trotzdem macht er es immer wieder. Das ist ja auch schlau. Ja, geh mal ganz. Und ab, weg jetzt! So, das machen wir mal eben weg. So, haben wir den erwischt. Wir kriegen seine Waffe. Gib her. Gib mir deine Waffe. So, nehmen wir die. So, die Munition haben wir schon mal von denen. Plus Waffe natürlich. Gucken wir mal, was bei denen so abgeht hier. Ah, natürlich. Was zum... Jetzt, wer bin ich und was will ich in meinem Leben erreichen? Kommt mal wieder. Alles klar. Oh, ich dachte, wir fallen schon wieder. What the fuck? Alter, ey, das gibt's doch gar nicht.
Nein, 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 nein. Oh, fuck, 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 fuck. Hä? Alter, was zur Hölle? Oh, war ja klar. Hilfe, ey. Ein Gyrocopter, danke. Mal eben etwas Positives. Ach du Scheiße, ey. Was ist denn jetzt los? Wir fallen einfach vom Himmel, kriegen kein Damage. Beziehungsweise, was heißt Damage? Wir gehen nicht drauf. Jetzt tauchen hier einfach irgendwelche Berge auf. Eieiei, das ist ja echt bekloppt, ist das doch. Hat sich das eigentlich ausgedacht? Das frage ich mich gerade. Wer denkt sich sowas aus? Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, der sich das ausgedacht hat, der hat selber eine so eine Küche zu Hause. So eine von den ganz besonderen. So Walter White mäßig. Ach du Scheiße, ey. Keine Fall. Schade. Könnten wir vielleicht gerade gut gebrauchen. So, ich hoffe, dass wir jetzt endlich unsere Ausrüstung wieder bekommen. Damit wir das auch mal hinter uns haben. So. Na komm. Haben wir das auch erledigt? Perfekt. Stona Kappa Zuflucht. Hey, du bist ein echter Pionier. Ja, das beste Versuchskaninchen, das wir je hatten. Und sicher das langlebigste. Oh, um Läng. Und in Anerkennung deiner enormen Verdienste haben wir eine ganz besondere Belohnung für dich. Komm mit. Oh. Für deine herausragende Tapferkeit angesichts unberechenbarer hobby-pharmazeutischer Interaktionen sowie zahlreicher umwelt- und tierbedingter Gefahren für Leib und Leben verleihen wir dir hiermit die goldene Pfeife von Kyrat. Ist nicht wirklich aus Gold, sorry. Das ist die größte Ehre, die wir dir erweisen können. Danke oder so. Er ist total überwältigt. Ja, natürlich ist er das. Ist eine prima Pfeife. Es war uns eine Freude, mit dir zu experimentieren. Okay, genug geredet. Zurück zu den wichtigen Dingen. Den wirklich wichtigen Dingen. Sollen wir? Ja. Viel Spaß. So. Haben wir das auch mal erledigt? Fliege oder geh dabei drauf? Ach du Scheiße, ey. Die sind echt bescheuert, die beiden. So, hier nehmen wir uns jetzt mal das Ding mit. Wir haben jetzt, denke ich mal, alle Missionen von Yogi und Regi, von Willis, von Herc, haben wir alles erledigt und deswegen werden wir uns jetzt als nächstes natürlich die Shangri-La-Tankers vorknöpfen. Ich hoffe, ich komme da mit dem Gyrocopter ganz billig hin. Ist so zumindest meine Hoffnung im Moment. Vielleicht haben wir echt einfach mal Glück und es funktioniert. Wäre natürlich ein Traum. Weil es einfach so schön einfach ist. Weil einfach ein Freifall ist. So. Ah ja, Moment. Stimmt, könnte man eigentlich nochmal eben kurz speichern, nur so provisorisch. Dass wir auf jeden Fall den ganzen Kram hinter uns haben, ne? Man weiß ja nie. Gerne ist ja auch Far Cry mal ein bisschen merkwürdig zuweilen. Ah gut, das wird... Ah, guck mal. Alter, wie geil. Ja, Lungsbauch. Vielleicht sollten wir hier mal rein. So, wir kommen schon noch hoch, hoffe ich. Ah, kriegen wir hin. Hier ist nämlich noch ein Brief. So, ein verlorener Brief. Und hier ist noch sowas. Hier geht es wahrscheinlich noch weiter rein, vermutlich aber nur zum Eingang, dem eigentlichen Eingang. So. So, da kommen wir sogar gut raus, sehr schön. 500 XP einfach mal mitgenommen. Anscheinend auch nicht schlecht. Den nehme ich natürlich gerne. Oh. Hoppala.
nicht gegen die Bäume. So, dann schauen wir mal, wo wir hier die Tanker finden. Brauchen wir nämlich. Ganz dringend sogar. So. Einmal hier runter. Okay, hatten wir das. Warum blinken hier eigentlich die ganze Zeit die Kugeln? Das verstehe ich nicht so ganz. Hier genauso, da blinken die Kugeln einfach. Muss man das verstehen oder hat das irgendeinen Sinn? Haftfunktion an, Haftfunktion aus. Das ist ja nur das. Das ist ja, nicht hier die Muni. Wir haben ja keine Sprengmuni dafür, oder? Das wäre mir neu. Sagen wir mal so. Na gut, suchen wir mal die Tanker. Ich denke mal, wir werden keine Gegner sehen, sondern vielmehr, wie es hier schon angedeutet ist, ein paar Rätsel. Da geht es auch ganz schön ordentlich runter. Wir nehmen lieber nochmal ordentlich Schwung. Ui, knapp. Konnten wir uns gerade nochmal festhalten. Glück gehabt. Ist irgendwo noch eine Maske. Hier ist die Tanker. Das nehmen wir uns nochmal kurz mit. Hier irgendwo muss die Maske sein, oder? Wo ist denn die Maske? Die Maske muss auf jeden Fall eben weg. Vielleicht ist sie auch über uns und wir können sie gerade gar nicht kriegen. Wahrscheinlich ist sie einfach über uns und wir kommen nicht dran.